Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4. Nehmen wir hier gleich was machen werden, denn ich habe es weiter gespielt und die hier drüben, die scheinen so ein bisschen das Probleme anfangen zu wollen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen umstrukturieren und die Invasion von Amerika muss leider warten. Beziehung auf leider. Wir sagen aber mal, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Wir tun das Ganze hier oben abblasen, alles weg, alles auch hier weg und alles auch hier weg, so. Das heißt, nur noch das hier ist quasi als Gebiet übrig, was uns ein bisschen, ja, was ein bisschen unschön ist. Deswegen stellen wir hier mal welche auf, die später mal hier reinlaufen, wunderbar. Kommandant haben wir es hier noch nicht, aber das ergibt sich auf Dauer schon noch. Haben wir denn, ja, der Handel dürfte sich dann auch noch quasi ein bisschen hinbeugen. Dich brauchen wir auf jeden Fall, genau. Du bist hier und hier rüber verbunden, aber nicht hier rüber. Was schon mal richtig unschön ist. Zack, fertig. Dann wäre die ganze Strecke hier erledigt an der Stelle. Zack, zack, zack. Alles ist verbunden, was verbunden sein muss. Das passt. Mit zwei Stück ist das schon über... Okay, was ist? Was soll es an der Stelle? So, wir haben dich gesichert, jetzt da. Müssen wir ihn hier noch absichern? Das Ding ist natürlich ein bisschen, ja, weitläufig, sagen wir es mal so. Deswegen müssen wir da ein paar verschiedene Linien machen. Nummer 1. Dann nach da hinten rein und go. Nummer 2. Dorthin. Ebenfalls go. Wobei wir sagen könnten, 1, 2, 3, 4 Stück. Stellen Sie noch hier hin. Um den kleinen Flecken hier noch einzunehmen, das passt. Dann haben wir die nächsten Flecken, und zwar da drüben. Ja, yep, falls die denken, sie müssten jetzt mitkommen. Dann haben wir noch mal einen 30er Verbund, der kommt quasi Bulgarien. Ja, yep, für nachher auf jeden Fall. Zack, 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 dorthin. Und ihr 24 kommt noch mal hier hin. Um hier rüber anzugreifen. So, dann sagen wir, du mit deinen 30 Leuten hier. Du kommst auf jeden Fall dorthin. Richtung Irak rein. Dann hätten wir nämlich die auch erledigt. Und wir sagen dann noch, Kollegen. Dorthin. Angreifen, Suchemin. Bingo. Und ihr, meine Freunde, kommt hier noch hin. Dann hätten wir nämlich hier auch nochmal einen Kampfverband. Um den eins auszuwischen. Sowjetisch-Indien. Wäre auch noch eine Kampffront. Das sei jetzt nicht nein dazu. Ich glaube, was gehört denn euch da eigentlich alles? Ja, der ganze Bereich hier hinten. Den müssen wir auf jeden Fall auch sichern. Dass man sagen, ihr greift dann bis nach da oben aus an. Das passt. Und wir möchten noch hier unten welche haben. Oh, ihr seid schon irgendwo? Okay, dann sieht das erledigt. Dann darf sich da um China kümmern, auf jeden Fall. Oder? Doch, ihr habt euch auch irgendwo gekümmert. Embargo gegen uns, Dankeschön. Und warum ist es da drüben? Ah, Updates. Immer diese Updates. Okay. Als nächstes hätten wir gerne den Radar hier ausgebaut. Und wir möchten hier drüben unsagbar viele... Entschuldigung dafür. Ah, ganz, ganz viele. Eine Witzka. Davon haben Flugplätze. Jetzt haben wir es. Und der Rest wird quasi hier auch voll gebaut werden. Das passt. Damit wir nirgendwo mehr Probleme haben. Ich würde eigentlich Nordamerika zuerst mal ausbauen. Aber gut, was soll's. Wir bauen hier die restliche Welt noch aus. Passt soweit. Alle bewegen sich. Ja, das ist in Ordnung. Ja, wir haben noch ein paar Kanonen übrig. Die können wir auch noch unseren Leuten mitgeben. Das passt dann schon. Ihr kommt auch. Yep. Ah, ich sehe gerade. Da eine Verbindung rüber machen. Yep. Da eine Verbindung rüber machen. Wir haben dich verbunden, dich verbunden, dich verbunden. Alles muss irgendwie im System mit drin sein. Dann haben wir nämlich Probleme. Genauso wie hier. Zack, darüber.
Aber das kleine Eckli hier fehlt. Dafür ist es aber kalt für die Aktion, aber sonst müssten wir alles theoretisch haben. Wir machen eine Verbindung hier rüber und noch darüber hin. Und das haben wir, sobald wir es eingenommen haben. Das passt ebenso. Wie schaut es denn noch hier aus? Halt, das Nether dichter hier. Ich würde sagen, nach dahin noch gebaut und dann hat sich die Sache auch erledigt für den Moment. Zack, 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 wunderbar. Sieht's, passt und hat Luft. Ihr kommt alle rüber. Und wir können schon mal sagen, die ganze Flotte hier darf das mitnehmen. Hier sind wir mit zu Hause. Und ebenso hier. Alles unsere Bereiche. Passt schon. Irgendwas werden wir auf jeden Fall immer finden. Angriffsschiffe können wir auch noch machen. Und, aha, wenn ich schon mal dabei bin. Ich hätte gerne flugzeugige Jäger, genau. Zack, zack. Ich möchte euch voll mit Jägern haben. Wie schaut es denn hier aus? Noch ein Stück darüber, das geht auch. Zack, zack. Und nochmal, dann sind die nächsten 60 Stück da. Und hier ebenso, da haben wir auch noch ein paar Stück übrig. Zack, zack. Und bingo. Voll machen mit Kampfjets. Und dann haben wir noch da unten welche. Ihr habt aber noch welche. Ihr seid die modernsten. Yep. Ihr müsst nur aufgeteilt werden. Da brauchen wir auch noch welche. Mhm. Einmal aufteilen. Und da unten ebenso noch. Passt soweit, würde ich mal behaupten. Also ist bloß eine bisher. Ja, die können wir natürlich nicht aufteilen. China erklärt Tibet den Krieg. Super China. Ganz, ganz toll. Ich glaube, was Besseres kannst du gerade gar nicht machen. Hüstlichen. Okay, was wollen wir noch machen? Wir bräuchten noch ein paar mehr Düsenjäger auf jeden Fall. Die werden wir nämlich noch ganz schön viele Probleme bekommen an der Stelle. Zack, ab nach unten. Nochmal mit mir noch Panzer bauen, das passt. Und solange wir es können, natürlich, werden wir uns hier was holen, Und den Rest von den Sowjets, es ist ja nicht viel, 10 ist nicht viel. Dich nehmen wir mit, Und den Rest von dir noch, dann passt es auch soweit. Forschungstechnisch wäre ich jetzt dabei zu sagen, wir erforschen einfach mal hier noch weitere Schiffstypen. Ich möchte nämlich die nach und nach mal upgraden, das wäre gar nicht mal so schlecht. Verschlüsselung ist fertig. Noch bessere Verschlüsselung, das passt. Ihr kommt alle rüber. Ha ja, sowas von. Panzergrenadiere brauchen wir auch noch. Weiter, ja, damit immer mehr damit. Ja, Panzergradhöhen um 5 ist schon recht gut. Dann sagen wir noch bitte dich hier. Verbessern. Yep. Wenn das jemals voll sein sollte, dann fangen wir an mit der Produktion von denen hier. Da möchte ich auch noch eine Handvoll haben. Das wäre relativ lustig. Sagen wir es mal so. Ein paar mobile Sachen noch im Angebot. Ach Gott, das sind auch noch Einheiten. Bitte. Nein, nicht zwei. So ein Spaß, nicht zwei. Die Hälfte von euch, genau. Zack, zack. Und darüber hin. Um den Flecken hier kaputt zu machen. Mhm, das wäre in Ordnung. Sieht's, passt und hat Luft. Wie lange braucht man eigentlich für ein Kriegsziel gegen die? 90 Tage. Beginnen wir schon mal. Was soll's. Ich fange mit dem Kriegsziel an, nicht der Gegner. So weit sind wir schon gekommen. Danke dafür. Noch mehr Kanonen. Ja, her damit. Fazit in der Weltgeschichte rum. Wir brauchen sie auf jeden Fall. Und, falls wir es noch nicht gemacht haben, die LKWs müssen noch ein bisschen besser dran schauen. Wunderschön. Dann holen wir noch alles rüber. USA, du hast schon mal Glück gehabt. Alles, was wir jetzt haben, wird rübergebracht nach Warschau. Und danach gucken wir uns die Sache nochmal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise, ich kann bestimmt noch mehr gerade schon mal machen. Ja, yep, hier, guck mal. Der Neger, ein Tausender ist es schon mal. Und bombertechnisch haben wir da auch noch ein bisschen was übrig.
Das ist gerade netter, aber ich. Wenn wir schon mal die Jäger haben, ist schon mal gerade mal so schlecht. Soll trainieren lassen. Alle Mann raus und fliegen. Na, ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber das kriegen wir hin. 2000. Bitte geht mal. Schon mal darüber hin. Dankeschön. Trainieren. Nächsten 2000 dort drüber hin und trainieren. China hat Tibet erobert. Viel Spaß damit. Genau, ihr werdet nach und nach noch voller. Es passt. Sagen, alle bitte machen. Yep, alle trainieren. Wunderbar. Ebenso ihr und ebenso ihr. Weiterentwickeltes Panzerchassis. Ich möchte ihr hier schon mal was haben. Weiterer Ausbau. Was haben wir noch? Wir haben Artillerie, wir haben alles drum und dran en masse. Überschwere Panzer fehlen uns noch. Ich glaube, um alles auszurüsten, bräuchte ich 4000. So viel haben wir noch nicht. Wenn man definitiv noch nicht auf der hohen Kante. Da nochmal ein bisschen was. Und da nochmal ein bisschen weniger nehmen. So viel zu dem Thema. Zack. Jetzt sind wir richtig aufgestellt. Sattle. Dann könnte man noch sagen, ich möchte gerne der Master of Disaster werden. Und schon mal quasi in Moskau mir ein bisschen was aufbauen. Wir möchten ja so wissen, was bei denen abgeht. Was haben sie denn? 5000 bis nur 10.000. Das ist nicht viel. Mit ein paar Atombomben sind die gleich weggeschossen. Ich glaube mal, deswegen sind die eigentlich weniger das Problem. Danke, Panzerung. Direkt die nächste mache. Und, beziehungsweise, wenn wir schon mal dabei sind, Luftkommandant. Völlige Zerstörung. Oh ja, da bin ich ein Fan von. Und weniger Unfälle. Ja, das ist genauso gut. Kann man beides recht gut vertragen. Ich finde Kommunismus nicht schön. Das ist eine gute Aussage auf jeden Fall. Kommunismus gefällt mir nicht. 1, 2, 3, 4. Zack, raufteilen. Und die nächsten sind draußen. Und jetzt muss ich warten. Jetzt muss ich warten. Die müssen erstmal ausgebildet werden vor uns. Sonst läuft da nämlich ganz und gar nichts. So, ihr seid fertig, wenn ich es richtig sehe. Yep, ihr seid fertig. Wie schaut es mit euch aus? Sagen, ihr seid auch fertig. Das bisschen Erfahrung, das ist in Ordnung. Mehr brauchen wir auch nicht machen. Ich hätte gern jemanden. Hier, Handelskontrolle können wir ebenso machen. Jetzt sehr gut ausgebaut, Gegenspionage. Verteidigung der Invasion. Verteidigung, Pläne, maximale Plansfaktor wird nach unten gemacht. Ha ja. Finde ich gut, finde ich sogar sehr gut. Ganda. Ja, komm, sowas wie Selbstmordpläne, die kann man immer. Als Selbstmordpläne, die kann man sich immer mal leichter. Das passt dann schon. Noch ein bisschen mehr hier. Warum eigentlich gerade so viel? Warum braucht ihr gerade so viel Chrom, hä? Hat doch gar keinen Sinn. Ich habe doch extra Fabriken gebaut, dass ich kein Chrom mehr brauche. Aber okay, was soll's. Was soll's an der Stelle? So, ihr hier beenden. Ihr seid bald dabei. Yep. Bitte nächster Flugzeugträger, dankeschön. Ja, ihr seid demnächst mit dabei bei der Übeltäterei. Weniger bis gar kein Unfallrisiko ist alles wunderbar. Wunderbar. So, das haben wir jetzt ebenso. Wir werden mal den zuerst Krieg eigentlich. Muss ich gerade mal gucken. Die war jetzt damals noch 9 Tage ungefähr. Da ein bisschen mehr. Also, die haben auf jeden Fall erstmal. Das heißt, die Hälfte von euch, 700 Stück, da und dorthin. Zack und zack. Bei einer noch sagt es hier. Und es war ein bisschen wenig. Dorthin. Wunderbar. Die 700 kommen dort und dorthin. Sagen da und da. Bis auf einer, der macht Luftüberlegenheit.
Strategische Bombardierung. Alle hierhin. Und alle hierhin. Das passt. Dann bin ich nochmal eine Armee frei, mit der wir quasi Krieg führen könnten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Genau, wir haben euch und wir haben auch euch hier unten. 4 weitere Kanonen. Bitte zu der Armee. Wo bist du überhaupt? Da hinten. Okay, das können wir relativ gut gebrauchen eigentlich. Ich wollte gerade sagen, yep, das muss verbunden sein, sonst wird hier nämlich gar nichts passieren. Haben wir sonst noch irgendwas? Glaub nicht mehr. Sonst müssten wir überall alles verbunden haben. Ich sag jetzt mal ja dazu. Ich bitte darum, dich und dich hier. Sitz passt und hat Luft. Es wird interessant, wenn, sagen wir es mal so. Was wird denn eigentlich gerade so gekauft? Panzer. Infanterieausrüstung. Mhm. Ja, vielleicht haben wir noch ein bisschen was übrig. Haben wir noch ein paar Panzer übrig? Yep, hier, guck mal. Die brauchen wir alle netter. Die kannst du alle haben. Zack, bitte. Gering. Her damit, her damit. Damit könnt ihr meine Atomreaktoren quasi finanzieren. Was echt wunderbar ist, weil nur mit der atomaren Power werden wir schlauer. So, zack, zack, zack. Dich und dich hier. Und bingo. Noch mehr auf den Markt hinzufügen. Ein paar Panzer nochmal. Yep, hier, guck mal hier. Und sogar ein paar große haben wir noch im Angebot. Nicht viel, aber etwas. Braucht man alles nicht da. Und das Schöne ist, theoretisch kann uns quasi China helfen, die Sowjets zu besiegen. Was mein Leben auf dem Kontinent wirklich um einiges leichter macht. Wunderbar. So, dann sagen wir da, bitte Kriegserklärung machen. Ja, das passt. So. Damit sollten wir, ihr habt Deutschland jetzt auch im Krieg gegen uns, das ist alles in Ordnung. Handelsembargos interessieren mich alle rein gar nicht. Atombombe, 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 so. Schauen wir doch mal. 0 zu 100. Mhm, mhm, und ich habe erst 6000 verloren. So, Deutschland wird auf jeden Fall fallen. Das da drüben schaut noch ein bisschen wackelige Natur aus. Machen wir dich noch und dann sagen wir nochmal dich hier. Das Netzwerk wird riesig werden. Planungsfaktor und Co. wird alles nach unten reduziert. Dankeschön. Okay, da brauchen wir nochmal eine Atombombe, so wie es ausschaut. Yep, da sind zu viele Leute hier. Kopenhagen brennt. Du brennst auch. Du bist auch rot. Du bist auch rot. Yep, Dänemark, sorry. 190.000, 200.000 Tote mal eben. Passt. Sitz passt und hat Luft. Dann sagen wir nämlich, wir nehmen komplett Deutschland. Erstmal Danzig ist mein, zum Glücklichsein. Und das gehört mir. Wunderbar. Dann gehört mir das ebenso. Das gehört mir ebenso. Nope, meins, fordern. Dankeschön. Genauso wie das, fordern. Die Sowjets kriegen nichts davon ab. Aber was ich noch gerne hätte... Oh, 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 oh. Ich glaube, die Tripitz wäre noch interessant. Oder können wir... Ja, das machen wir. Die Tripitz mitkommen. Ein größeres Schiff. Ja, Küstenverteidigungsschiffe, das brauchen wir nicht. Das ist in Ordnung. Passt. So, wunderbar. Das heißt, wir haben unsere Flotte um 6 Schiffe erhöht. Darüber rein. Das passt schon. Rein mit dir. Repariert wird tut eh alles. Ja, überall. Dann machen wir uns jetzt mal keine Sorgen. Die Sowjets ein bisschen weniger. Da auch ein bisschen weniger. Halt, da unten sind wir zu Hause. Passt soweit. Ich hätte jetzt sogar keine Chance, groß irgendwas anzuklicken, um hier politische Macht zu bekommen. Aber die sparen wir uns jetzt mal kurz an für die nächste Zeit. Bevor wir dann noch sagen, Kollege, bitte, die ganze Alpenregion muss ein einziger atomarer Reaktor werden. Das passt dann schon. Ja, dass wir alle 2 Mikrosekunden eine Atombombe raushauen. So, theoretisch müsstet ihr nach unten jetzt abdampfen. Yep, okay, das passt.
Dann fehlt nur noch hier ein weiterer Kommandant für uns. Und zwar sagen wir, irgendjemand, der lächelt. Du hier, du lächelst. Befördern, zack. Mein Gutster. Pionier. Warum nicht Pionier ist gut? Pionier ist gut, da kann man nichts gegen sagen. So, was haben wir sonst noch im Angebot drinnen? 5 Tage für euch. Ich kann sagen, ihr bewegt euch nach unten hoffentlich mit allem, was ihr habt. Ihr habt aber sowas von. Go, go, go. Rechtfertigung. Die gilt wie lange bitte? Juli, okay. Können wir es noch kurz aufstellen, das passt. Und sagen dann schon mal. Hier kommt noch mit. 700 dorthin und danach dorthin. Ihr 700 auch noch dorthin. Ihr nach dorthin. Und ihr ebenso nach dorthin. Wobei die andere Hälfte das und das hier betreibt. Dort nach dorthin, zack. Die andere Hälfte das und das da hier. Müssten wir alle quasi irgendwie hinpositioniert haben. Plus wir haben noch einiges in petto. Das passt. Okay. Der Rest des Schützenfest ist da. Die ganzen Kanonen kommen soeben hin an die Front. Yep, ich würde mal behaupten, nach der Camp Safe sind wir bereit. Das wird lustig. Das wird fein. Krieg gegen Sowjets soll es sein. 300, 300. Wunderbar. Bitteschön. Wir möchten dir den Kill klären. Passt soweit. Schauen wir doch mal. Alles ist an und alles ist grün. Mhm. Friedensversprechen gebrochen. Aber wir wollten den Krieg doch irgendwas. Den Effekt, der Traum vom Frieden zerbricht. Warum? Ich habe doch nie ein Friedensversprechen gegeben. Ich habe es doch nie gegeben. Was ist hier los? Okay, egal. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kriegskampagne und Heldentaten bräuchten wir auch noch. So schnell, wie es irgendwie geht. So, jetzt haben die den Rest noch mit reingeholt. Das war abzusehen. Ich würde gerne Kommissarschine. Ich würde gerne alle mit hinzuholen. Mhm. Alle machen mit. Das gibt einen Rudelangriff hier, aber sowas von. Gefällt mir sehr. Wo ist denn hier überhaupt was los? Nicht wirklich viel. So. Ich hätte mir jetzt da mehr vorgestellt, dass der Gegner was macht, aber was soll's. Haben wir denn sonst noch welche übrig? Ihr gerade nicht, ihr auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas Rotes momentan, wenn wir mal so rauszoomen? Nope. Euch, ihr seid auch noch nicht mit drin, nur ihr und nur ihr bisher. Das ist in Ordnung, das passt. Können wir so lassen. Weißt du, was mit reingeholt? Das ist in Ordnung. Das heißt nämlich, dass das Gebiet auch jetzt dann demnächst uns gehört. Aber sowas von. Ja, der Gegner hat nichts da. Litauen Unabhängigkeit. Aha. Viel Spaß damit. Wir haben immer noch genug übrig. Ich sehe aber, wir brauchen noch mehr Ölfelder. Ganz, ganz dringend. Die nächsten haben es reingeholt. Also es wird nicht gerade besser, Leute. Es wird echt nicht besser. Wir haben dichter. Der Rest ist ebenso mit dabei. Halleluja. Wir schießen sie ab. Ja, es gibt keinen Morgen mehr. Wenn ihr fertig seid, dann möchte ich bitte, dass ihr quasi einmal hier rumgeht. Und danach Richtung Moskau reinrauscht. Go, go, go. Yep. Ihr, meine Freunde, bekommt ein noch besseres Ziel momentan. Ihr sollt auch bitte bis nach Moskau durchrauschen. Go, go, go. Ihr hier könntet eigentlich euch noch ausbreiten, stelle ich gerade fest. Ja, so rum. Und definitiv so rum. Um ebenso schlussendlich einmal dorthin zu landen. Go, go, go. Sodle. Jetzt müssten wir alles einmal haben irgendwie. Zum Großteil zumindest. Indien auch mit dazugeholt, alles klar, macht nichts. Indien wird auch grün werden, ja, das da oben verlieren wir, aber das soll, was soll es. Was soll es?
Haben wir sonst noch was anzubieten? Wir uns fehlen nur Rohstoffe. Das ist. Ja, das ist einfach mal so. Da können wir gerade nichts machen, aber wir holen sie uns zurück nach und nach. Wir holen sie uns zurück. Haben wir schon 4000? Nein, wir haben noch keine 4000 Stück davon. Das passt. Ich würde gerade sagen, bitte, macht sie fertig. Polnisch-Sowjetisch-Sowjetrepublik. Was? Sozialistisch-Sowjetrepublik ist gefallen. Wunderbar. Dann geht's direkt nach da unten weiter. Wir haben dich, dich und dich ebenso. Yep. Ihr habt hier Probleme. Moment, wir können auch sagen, bitte die Hälfte von euch. Darüber mal. Die andere Hälfte von euch. Einmal da unten rüber. Und 5000 Stück momentan. Sage mal, die möchten viel wissen. Weil wir zerstören das Fünffache von ihnen. Also von dem her passt es schon soweit. Iran und Co. sind auch mit dabei. Das heißt, jetzt ist alles dabei. Mhm. Ist in Ordnung. Es ist mehr als in Ordnung. Die Meere gehören auch mir. Das heißt, da kann auch nichts passieren. Während wir immer schön weitergehen Richtung nach unten. Dich haben wir auch im Angebot. Dich haben wir im Angebot. Dich haben wir im Angebot. Du gehst darüber hin. Bulgarien ist gefallen. Und das muss ich mich nicht mal kümmern. Soweit haben wir es schon, dass wir uns nicht mal mehr kümmern müssen darum. Infiltration für mein Leutchen. Da müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen. Und wir sagen noch, dass ihr hier bitte nach da unten angreifen solltet. Das wäre wunderbar. Go, go, go. Ja, hey, da wisst ihr schon wieder was. Erstmal leichte Panzer. So. Litauische unabhängiges SSR ist auch gefallen. Wunderbar. Da sage ich nicht nein dazu. Wir haben dich und dich und dich. Das heißt, es sind die Blöcke hier, wo nach und nach wegfallen. Yep, definitiv. Du hier. Bitte. Bis nach da unten. Go, go, go. Der Schiffsrumpf ist hier auch fertig. Weiter geht's. Wie schaut die Front allgemein aus? Ja, das unten ist noch so ein bisschen leicht problematisch in der Natur, aber es kriegen sie hin. Das kriegen die Leute relativ gut hin, stelle ich fest. So, wenn man euch noch ein bisschen sagt, ihr sollt da und darüber gehen, dann geht es auch. Ihr seid hier und hier. Sag mal, wie seid denn ihr aufgebaut? Oder die Waldfee. Müssen wir vielleicht nochmal welche hinziehen, gleich, wenn es so weitergeht. Panzergeschwindigkeit können wir machen. Was haben wir denn hier unten eigentlich da? Kaum Flieger. 4000 hier. Ja, dann müssen wir hier weitermachen. Ihr habt das Hauptangriff, was soll's. Wir haben sonst nicht genug Jäger, um alles abzuschießen. Türkisch-Sozialistische Republik ist auch weggefallen. Moment, das muss jetzt aber da unten gewesen, oder? Ja, das war hier unten, alles klar. Okay, der Rest wird irgendwie umzingelt werden. Ich glaube da. Was ist denn so? Du hast soeben mich genugt. Ich finde das jetzt echt nicht gut. Das finde ich echt nicht gut. Wir sagen mal 1600. Da und darüber. 1, 2. Bitte dorthin rüber und auch darüber. Zack, wunderbar. Hallo, Weißrussland. Jetzt sagen, wir machen dich schon fertig. Werde ich eigentlich ohne Nukes besiegen, aber okay. Wenn ihr unbedingt möchtet, dann mache ich euch mit Nukes fertig. Wie wär's denn mit euch hier? Ihr scheint gerade gar nichts zu machen. Nein, ihr habt vollkommen eure Orde verloren. Okay. Bitte darum. Und dann ihr bis nach da hinten durchrauschen. Go, go, go. Jetzt, da wird's doch was. Das Hauptgebiet, wir haben das, hört ich mal Maus im Auge. Rumänien ist besiegt worden. Wunderbar. Holla, die Waldfee. Das sieht interessant aus. Weiß. Russisches unabhängiges SSR haben wir ebenso besiegt. Ja, langsam ziemlich viele Sachen, die wir besiegt haben. Bitte. Go, go, go.
auf das wir hier durchbrechen. Das wird sich selbstständig regeln. Eventuell, ich bin... Zum Henker ist das eigentlich aufgebaut. Go, go, go. Dann können sie auch noch angreifen. Das kriegt so schnell. Ich glaube an euch. Das war die eine Atombombe. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das war die eine kleine Atombombe. Ich bitte darum, alles, was sie gemacht haben, reparieren. Hat gerade oberste Priorität vor allem anderen. Ja, so nach und nach kriegt sie das schon hin. Noch mehr Waffenlieferungen. Ja, alles verkaufen. Sollen wir noch irgendwas verkaufen? Alte Flieger können wir auch noch raushauen. Das passt schon soweit. So nach und nach echt anfangen, sie sogar zu verschenken an China, aber ja, was soll's. Hinzufügen, Dankeschön. Sitz passt und hat Luft. Aber wie wir es jetzt schlussendlich brechen werden. Na, gucken wir mal, da ist auch noch was los. Das sehen wir beim nächsten Mal. Macht es gut und wie immer. Tschüssole. Aber da sagen wir auf jeden Fall noch Angreifer. Bam und fertig.